Piepen, wie der sich mal mit sich selbst amüsiert. Hat sich ein Stück Stock, ein Stück Holz aus dem Busch geholt und jetzt spielt er einfach mit dem Stück Holz. So sehen glückliche Hunde aus. Ciao, ciao, ciao. Sam? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Oh ja, etwas gesagt. Ist noch ein bisschen frisch. Wir haben nicht mal 10 Grad draußen morgens um 9. Ich soll mich ja mal nicht immer von unten filmen. Hallo. Ich wollte euch mal was zu unserer Rentenabsicherung erzählen, wie wir für unsere Rente vorgesorgt haben. Bestimmt auch interessant, weil irgendwann kommt die Rente und wir wollen auf ein schönes Vermögen zurückgreifen, dass wir uns ein bisschen was leisten können. Und deswegen haben wir hier unser Rentenvermögen. Rentenvermögen? Naja, ihr wisst schon. Ja, ich fange gerade an, den Coop vorzubereiten, den Hühnerstall, die Erweiterung. Wir haben ja hier hinten, also jetzt zur Einordnung, wir sind hier hinterhalb meiner weißen hinteren Garage und haben ja hier so einen kleinen, interessanterweise wasserdichten, bei jedem Wetter und jedem Regen, obwohl kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, aber irgendwie sieht es hier immer sehr trocken aus drin. Wir haben so einen kleinen Schuppen oder was auch immer das hier früher war. Wir hatten damals auch überlegt, ob wir hier den Hühnerstall draus machen, aber das wäre im Winter fatal, weil man da ja nicht rankommt, weil hier einfach 5 Meter Schnee dazwischen liegen. Und hier haben wir mal über die ganzen Jahre hinweg, immer wenn wir beim Baumarkt waren und da liegen dann immer so Paletten rum, die man mitnehmen kann, haben wir Paletten mitgenommen. Hin und wieder zerteile ich die dann. Da kriegt man schöne 2x4s draus und 1x6, nee, 1x4, 1x4. Naja, auf jeden Fall alle möglichen Holzsorten. Und dann habe ich auch hier die hier zum Beispiel, die habe ich bei einer meiner letzten Ladungen gehabt, quasi als Ladungssicherungsequipment vom Kunden. Und der Endkunde, der wollte die nicht. Und dann habe ich gesagt, ne, nehme ich die. Dann habe ich alle Nägel rausgekloppt. Ich habe ja da auch so ein Druckluftwerkzeug für, womit man Nägel aus so Brettern schießen kann. Ja, und das ist unsere Altersvorsorge. Das ist natürlich Quatsch. Holz wird ja irgendwann wieder billiger. Ja, genau. Ja, und ich fange jetzt an, hier die Hühnerstallerweiterung vorzubereiten. Nochmal. So, ich habe da mal was vorbereitet, denn der Rasen ist schon fällig. Das erste Mal. Der hat zwar immer noch so Stellen. Bis zum Schluss war ja hier Schnee. Und hier ist auch die Stelle, wo das ganze Abwasser von der Abwasserpumpe abgeleitet wurde. Susi meinte ja, da wächst dann am besten das Gras, aber das sehe ich irgendwie nicht so. Aber hier, wir haben hier schon so richtig hohes Gras mittlerweile. Und hier ist es noch ein bisschen, paar trockene Stellen. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt Zeit, Rasen zu mähen. Das geht aber nicht, wenn der Rasenmäher 2 Platten hat und die Batterie tot war. Also das, was ich beim Pickup vermutet hatte, dass die Batterie tot ist über die lange Zeit, hat sich beim Rasenmäher bestätigt. Aber in dem Moment fiel mir dann noch ein,
bevor wir den abgestellt haben im Oktober, hat der schon ab und zu Startschwierigkeiten gehabt, weil die Batterie runter war. So dass ich jetzt mir eine neue Batterie gekauft habe. Ich habe die alte nochmal versucht zu laden. Aber die alte wollte nicht. Und die Batterie auch. So, hier ist die neue Batterie. Schmeiße ich da jetzt rein, schließe die an und dann wird er ja hoffentlich starten. Brumm, brumm. Kann ich wieder nicht mit einer Hand. Muss ich jetzt mal kurz die Kamera beiseite legen. So, läuft einmal frei. Jetzt mache ich hier den Reifen. Ach, wo habe ich denn jetzt das? Da. So, ich habe mir so ein komisches Spray gekauft, das habe ich schon mal genutzt, das ist ganz gut. Sprüht man halt irgendwie so eine Dichtmasse oder irgendwas rein und dann muss man danach gleich losfahren. Deswegen wollte ich jetzt erstmal den Motor zum Laufen kriegen, die Batterie gewechselt. Dann verteilt sich das nämlich beim Fahren so ein bisschen in den Reifen und dann kann man loslegen. Eigentlich müsste man die nochmal sauber machen, aber heute soll es noch regnen, deswegen werde ich mich mal beeilen. Na lecker. So, andere Seite auch noch schnell. So, Rasenmäher wieder im Einsatz. Jetzt bringe ich nochmal mein Werkzeug zur Garage vor und dann wird direkt die vordere Rasenfläche gemäht heute. Aber wie gesagt, es soll nochmal regnen irgendwann. Wer hätte das gedacht? Vor 2 Wochen lag hier, glaube ich, noch Schnee. Also auf jeden Fall da im hinteren Bereich. Und hier vorne ist der Rasen schon wieder so dicht, dass ich direkt vom Skifahren direkt auf meinen Rasenmäher springen kann und meinem Hobby frönen. Jetzt muss ich mich mit meiner Frau streiten, weil die möchte das nämlich machen. Die weiß nämlich, wie es geht. Ich auch. Ich habe die bessere Technik. Sie hat die bessere Technik. Aber du kannst es ruhig machen. Der eine macht es mit Größe wett, der andere macht es mit Technik, versteht ihr? So, fertig. Einmal Rasen gemäht. 28. Mai. Erstes Mal dieses Jahr. Und ich hatte ein kleines Missgeschick. Keine Ahnung, was los ist, aber auf jeden Fall der Keilriemen schleift.
und deswegen habe ich das ganze System mal auseinandergenommen. Ja. Und hier habe ich auch mal kurz ein bisschen gemäht, jedenfalls hier die vordere Stelle. Die große Fläche habe ich noch nicht gemäht, aber Susi kann ja auch noch was mähen. Ich muss jetzt noch den Rasentrimmer rausholen, überall die ganzen Seiten trimmen und irgendwann könnte das wirklich langsam mal anfangen zu regnen. So, hier, da findet die Susi kleines Suchbild. Komm, wir gehen mal zu Frauchen. Wo ist Frauchen? Komm her. Nee, nebenbei. Komm mal aus. 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 Sam, aus dem Ball. Gib her. Gib mal hier. Hier, hier, Sam. Hier. So, hier war sie ganz fleißig. Hat die Quarkstängel entfernt. Nein, die Spargelstängel. Ganz fleißig. Und nur ist ihr zu warm, jetzt will sie nicht mehr. Dabei haben wir noch nicht mal Sommer. Was soll denn das bloß werden? Vor ein, zwei Tagen hat sie noch richtig Elan gehabt. Und jetzt guckt sie euch an. Sie sitzt im Kompost und wartet, dass sie zur Erde wird. Guck mal, ich bin schon richtig gut im Kompost hier. Schön. In den letzten zwei Jahren. Schön, 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 schön. Aber ich brauche mal aus dem Schuppen die Schippe, bitte. Da ist der Schuppen. Ja, nee, ich hab's nicht. It burns. It burns in the garden. Because my English is very good. You know. No German accent. No, no. So, ich habe jetzt beschlossen, der Haufen wird abgefackelt. Gegen den Willen meiner Frau. Hier, das Stückchen haben wir schon abgefackelt. Da sind nur noch die Reste am Kokeln. Das war eigentlich auch nur mal ein Sammelhaufen, der immer größer wurde und nie von alleine wegging. Und deswegen ist der so lange, über fast zwei Jahre jetzt, hier gewesen. Jetzt wird aufgeräumt. Mann, das ist ja eine hohe Flamme. Guck an. Ja. Wenn wir das alles durchschreddern wollen, dann sind wir in zwei Jahren noch nicht fertig. Aber ich sag mal so, die großen, die Riesenstämme hier, die müssen wir natürlich nicht anbrennen. Das wird eh nichts. Aber das ganze Zeug dazwischen kann man ja mal machen. Naja, sieht doch schon viel besser aus. Ein bisschen noch hier die großen Sachen. Die werden lange brennen, die werde ich dann ablöschen wahrscheinlich. Die kommen dann irgendwann mal separat in die Feuertonne. Aber wir sind den ganzen kleinen Kladderadatsch los. Und dann können wir das alles mal schön zusammenfegen. Vielleicht wächst auch irgendwann mal wieder Rasen darüber. Oder ich baue mir hier eine Werkstatt hin. Ein schöner Platz für eine richtig große Werkstatt. Für einen Truck, für einen PKW. Das war ein Träumchen.